gemeinsam weiterzugehen, sowie Menschen und Nationen auf ihrem Weg zu mehr Freiheit und Demokratie unterstützend zur Seite zu stehen. Krieg ist überall auf der Welt leider viel zu oft eine Option für die Politik. Was wir brauchen, ist ein Dialog für politische Lösungen und eben keine militärischen Antworten. Wir müssen den Frieden lehren, nicht den Krieg. Der heutige Volkstrauertag mahnt uns, für unsere ethischen und demokratischen Werte entschlossen einzutreten, jederzeit. Gemeinsam wollen wir uns heute und in Zukunft einsetzen für Toleranz, für Frieden und für Solidarität zwischen den Menschen. Nur so werden wir dem schweren Erbe der Vergangenheit gerecht, in Demut und in Respekt vor den Opfern. Friede ist alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Diese Worte Willy Brandt sollten uns vor allem an einem heutigen Tag, am heutigen Tag des Volkstrauertages, sollten wir uns diese Worte zu Herzen nehmen. Lassen Sie uns also heute am Volkstrauertag diese Verpflichtung annehmen, die aus dem Gedanken an Tod und Gewalt erwächst, und lassen Sie uns auch in Zukunft den Frieden wie einen teuren Schatz hüten. Ich danke allen, die diese Gedenkveranstaltung vorbereitet haben, die daran mitwirken, auch unseren beiden Musikern, Klaus Mechlinski und Johannes Kirsch von der Musikschule der Stadt Marl, die heute unter schwersten Bedingungen hier für uns spielen. Ich danke aber auch Silvia Eggers und Dr. Ulrich Berendes von der Geschichtswerkstatt der Marler Volkshochschule, die gleich noch einige Texte uns vorlesen, die sich ganz dezidiert mit den Kriegsgeschehnissen auseinandersetzen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.